sind nur noch zwei Stäbe für die Aufzugsmaschinerie übrig. Einen haben wir. Entferne nur diejenigen, die stark beschädigt sind, und lass die anderen in den inneren Studierzimmern für den Fall, dass alle drei brechen. So, wir machen jetzt schon mal eine Trinity da rein. So, wir gucken jetzt noch einmal in den inneren Studienzimmern. Zimmer. Steht denn irgendwas? Nee. Steht hier irgendwas? Ups. Oh Gott. Ja, entspann dich. Hier irgendwas? Nee, ich glaube auch nicht. Nee. Aber er hatte gesagt, also das Ding hat gesagt, innere Studienzimmer. Nee. Das fühlt sich aber auch nicht richtig an hier. Das fühlt sich nicht richtig an. Nee, da oben die Starre ist es nicht.
gut. Ich weiß doch gar nicht mehr, haben wir die hier gefunden oder wo haben wir die Stange gefunden? Gute Frage, nächste Frage. Ich kann einfach Bücher rausnehmen, okay. Höhe. Das ist suboptimal, hören Sie. So, wir sind jetzt noch mal in diesem anderen Raum hier. Hier ist noch ein Zahnrad, aber ich glaube nicht, dass wir das mitschleifen müssen, oder? Kriegen wir noch gar nicht durch die Tür da vorne. Hier ist noch irgendwie was. Da ist wieder so ein Gedankendings. Das wird jetzt auch langsam wieder knappig mit den Zündbuchsen. Okay, stimmt, wir haben jetzt wieder Öl. Stimmt, hier war ja Öl. Kann sein, dass hier diese Ding drin war. Ich weiß aber auch nicht mehr so genau. Ach, das ist ein Schild. Ach so, okay. Ist irgendwie dieses Schild darunter geblumst. Ja gut. Aufzug, Umbau, irgendwas anderes. Notfall verlangsamer. Okay. Wie auch immer. Sehr gut. Irgendwas hinter? Nee, hier ist auch nichts, ne? Sind wir jetzt auch schon zum 5000. Mal drin? Na gut. Ich glaube, ich schau mal eben.
dass wir hier mal eine Art und Weise finden, wie wir dorthin kommen. Beziehungsweise, dass wir den notwendigen Teil noch kriegen. Müsst ihr jetzt nicht die ganze Zeit mit dabei sitzen. Hatten wir jetzt auch schon bei den anderen Let's Plays. Ich werde jetzt einfach schnell hier ein bisschen durchschnabulieren und dann ja, sind wir demnächst beim Aufzug. Genau, ich würde dann sagen, wir sehen uns dann am Aufzug. Ne? Weil ich meine, das wäre jetzt, glaube ich, dann der nächste Schritt, wo wir hin müssen. Und wenn nochmal irgendwie zwischenzeitlich was sein sollte, dann hole ich euch auf jeden Fall dazu. Und jetzt geht's auf jeden Fall erstmal schnell, schnell ab dafür. Ciao! So. So. Okay. So, da sind wir wieder zurück. Bis zum Aufzug. Ich glaube, das wäre noch mal ein bisschen krasse Geschichte gewesen. Aber ich habe es jetzt tatsächlich geschafft, hier den Durchgang frei zu machen, und wir sind tatsächlich die ganze Zeit dran vorbeigelaufen. Ich habe mir jetzt einfach mal ein bisschen Hilfe geholt. Und es war tatsächlich so, dass da zwei große Behälter gab, primär und sekundär, die man einfach mit dem Bohrer anbohren musste. Und dann hat man da ja, Flüssigkeiten rausbekommen, die hat man in den Eimer gepackt und hat dann hier. Also diesen Flüssigkeiten-Eimer, den wir noch hatten. Und genau, jetzt haben wir hier eine Explosion ausgelöst, können jetzt hier vorbeigehen. Und hier sollten jetzt die zwei übrig gebliebenen Dinger zu finden sein. Aber ich habe auch gelesen bzw. rausbekommen, dass hier wohl auch ein bisschen was anderes noch auf uns wartet. Und ich glaube, ich kann mir auch schon denken, wer oder was hier wartet. Die wunderbare Dame, die wir jetzt schon die ganze Zeit hier hören. Ich glaube, die werden wir gleich nochmal hören. Vorrat. Warum sollen die Dinger denn beim Nahrungsvorrat liegen? So, ich bin wieder der Affe. So, wir machen eben noch mal die Ding hier aus, weil wir jetzt gerade wieder ein bisschen wenig Öl haben. Ja, ich merke schon. Oh, Scheiße! Geh weg, du Arsch!